Die Stimme Gottes spricht den ganzen Tag zu mir, erinnert uns heute die Lektion Nummer 49. Und es sind nichts weiter als Erinnerungen, denen wir uns hingeben wollen und müssen. Wie kann es sein, dass die Stimme Gottes den ganzen Tag zu dir spricht und du es nicht bemerkst? Weil die Ablenkungen, das Chaos, der Konflikt, der Streit, die Sorgen und die Angst weitaus wichtiger geworden sind wie die friedliche Stimme Gottes. Wenn wir glauben, wir müssen irgendwelche Konflikte bereinigen. Wenn wir der Ansicht sind, wir müssten diese oder jene Krankheit heilen. Wenn wir glauben, wir bräuchten hier und da mehr Geld oder einen besseren Job. Wenn wir der Ansicht sind, dass die Corona-Lage eine schlimme ist. Oder wenn wir glauben, dass wir durch unsere Masken behindert werden, dann brauchen wir ein dringendes Update. Denn all das ist nicht wahr. Es ist das, was uns hindert, die Stimme Gottes hören zu können. Es sind Fieberträume, es sind Angstträume, es sind Gedanken, an die wir glauben, und wir glauben, diese Gedanken zu sein. Wir glauben, jemand zu sein, der eingeschränkt wird durch ein Fahrverbot, durch eine nächtliche Ausgangssperre, durch dieses und durch jenes. Du bist das nicht. Es ist ein winzig kleiner Teil des unendlichen Geistes, der daran glaubt. Eine kleine Sandburg am Ufer gebaut, die ständig bedroht ist vor der nächsten Welle, die alles auslöscht. Das ganze Selbstkonzept wird ausgelöscht und du weißt jetzt schon, dass es ausgelöscht wird. Und in ständiger Angst darin versuchen wir, uns noch irgendwie über Wasser zu halten. Wie viele Kämpfe hast du schon vollführt, um diese kleine Sandburg, die du Leben nennst, aufrecht zu erhalten? Immer wieder aufgebaut, immer wieder versuchst es vor Wind und vor Wetter zu schützen und heute sind wir eingeladen, all dies loszulassen, sodass die nächste Welle deine ganze Sandburg, deine ganzen Konzepte, deine ganzen Ideen, Konstrukte von Selbsterhaltung und von Zukunftssorgen einfach hinwegspült. Dass nichts mehr übrig bleibt von dir. Von dir als Idee Mensch. Möchtest du das geschehen lassen? Ja, aber wer bin ich dann? Du wirst hierin, wir können das nicht einfach tun. Das musst du wissen. Wir brauchen eine neue Idee, was wir wirklich sind. Wir können uns nicht in diesem Vakuum von nichts, dann sind wir weg. Deshalb kämpfen wir ja so. Wir wollen ja nicht weg sein als diejenige, die wir uns heute empfinden. Und das ist das Schöne am Kurs in Wundern. Dieser sanfte Weg führt uns eben in eine neue Identität. Wir versuchen ja krampfhaft an einer Identität festzuhalten, die wir niemals sein können, außer in diesen Fieberträumen, die wir immer wieder wahr machen,
durch unsere Urteile, durch unsere Ängste und Sorgen. Lassen wir heute diesen Fiebertraum los. Geben wir uns ganz der Wahrheit hin und beziehen ein Update unseres Bewusstseins. Du kannst ohne weiteres nach innen schauen. Wie geht es, nach innen zu schauen? Du schließt deine Augen, du denkst an deinen Nachbarn oder an deine Beziehung oder an deine Partnerschaft. Du denkst an deine Mitarbeiter, an deinen Chef, du siehst sie innen. Das sind die Bilder, die du gemacht hast. Du denkst an, wo findest du den Coronavirus? Du findest ihn in deinem Geist. Wo findest du dein Haustier? Du findest es in deinem Geist. Wo findest du deinen liebevollen oder schrecklichen Partner? Du findest ihn in deinem Geist. Wo findest du deine Wohnung? In deinem Geist. Es sind Bilder, die du gemacht hast und wiederfindest in deinem Geist. Bei geschlossenen Augen findest du auch deinen Körper in deinem Geist. Und so läuft dieser Traum ab. Und wir haben eine Unmenge, einen riesen Datensatz von unbewussten Bildern in unserem Geist, die ständig für uns Realität werden. Und so können wir auch in unseren Geist gehen und die Vorstellung oder das Gefühl wahrmachen, dass du alle Informationen hast, die du brauchst, um ein glückliches Leben zu führen. Dazu brauchst du keine besonderen Ideen, ja, ich brauche dieses, ich brauche jenes. Wir können unser Bewusstsein jederzeit darauf einstellen, auf den vollständigen Geist, der wir sind. Wir können uns völlig ausrichten auf das Christusbewusstsein. Wir brauchen ein Update. Wenn unser PC kaputt ist oder er nicht richtig funktioniert, versuchen wir sofort ein Update zu machen und wir schauen, dass er wieder funktioniert. Und wir brauchen tatsächlich eine neue Information. Und deshalb wirst du hier in dieser Übung eingeladen, wenn möglich, dies bei geschlossenen Augen zu machen, den Tag über. Du kannst dir bei geschlossenen Augen, kannst du dir erlauben, dass dein Geist nur Licht ist. Kannst du das? Wenn du nach innen schaust, dass du da nur Licht findest und keine weiteren Bilder mehr von irgendetwas. Du kannst nach innen gehen und dich in dem Bewusstsein wähnen, dass dir alle Informationen, dass dir alles Wissen Gottes zur Verfügung steht. Dass dir die Erkenntnis vollständiger Liebe zur Verfügung steht. Das können wir tun und wir werden uns daran gewöhnen, dass es so ist. Wenn wir allerdings sagen, ja, wenn ich nach innen schaue, da ist es nur dunkel, da sehe ich gar nichts, dann sind wir heute eingeladen zu verstehen, dass wir unsere Meinung darüber, was wir in uns wahrnehmen, auch ändern können. Ah, wow, die Stimme Gottes spricht den ganzen Tag zu mir in meinem Geist, der immer noch mit Gott verbunden ist. Und dann konzentrieren wir uns nicht mehr auf die kleinen Bilder, auf die kleinen Ideen von Name, sondern wir öffnen uns in dieses unendliche Bewusstsein.
Wenn du magst, schließe mal deine Augen genau jetzt und erlaube dir die Tatsache. Das ist keine intellektuelle Übung, sondern erlaube dir jetzt die Tatsache, die Stimme Gottes spricht jetzt zu mir. Wir gehen in unseren Geist und erlauben uns die Tatsache, die Stimme Gottes spricht jetzt zu mir. Ohne Aber. Ohne den Aberglauben. Ohne dass das Ichlein sagen kann, aber das ist so schwer, das verstehe ich nicht. Wir wollen die Einfachheit des Kurses in Wundern erfahren. Und wollen uns an Tatsachen ausrichten und nicht an philosophischen, intellektuellen Höchstleistungen, sondern an der einfachen Tatsache. Und hier wird gesagt, einfache Tatsache, dass die Stimme Gottes, die Liebe, das Glück, die Freude, die Schönheit und das Licht jetzt zu dir spricht. Das ist eine einfache Tatsache. Und ich weiß noch sehr genau, vor vielen Jahren habe ich mich dahingesetzt und habe mir ja dann diese Übung hier angeschaut und habe zu mir gesagt, ja, aber sie spricht nicht zu mir. Ah ja, gut, vielleicht kommt eine andere Lektion, die ich dann mal irgendwann verstehe, die ich dann mal irgendwann begreife, weil zu mir spricht sie nicht. Mich hat Gott vergessen. Alle anderen, was weiß ich, irgendwelche Namen ausgesucht, bei denen scheint es zu funktionieren, bei mir nicht. Oder ich bin zu dumm oder zu blöd für diese Information. Nein. Egal, in welchem sozialen Status du dich jetzt befindest, egal, was du über dich denkst, die Stimme Gottes spricht jetzt zu dir. Genau jetzt. Das kannst du zum Glück nicht verhindern. Und das gilt es heute zu üben und das gilt es heute zu erinnern. Nur das. Und so kannst du auch, wenn du dich heute den Tag über schlecht fühlst, wenn du dich angegriffen fühlst, wenn du dich wieder beim Urteilen findest, sprichst du einfach nur diesen Satz. Und wie ich gestern schon erinnert habe, je öfters wir diese lichtvollen Gedanken wiederholen, desto mehr nehmen wir sie in unserem bewussten Geist auf. Und das, was unbewusst an Bildern in uns schlummert und jeden Augenblick im Ausbruch ausbrechen kann, das wird geheilt. Denn dort, wo Licht ist, muss der Schatten verschwinden. Öffne dich heute für Überfluss. Für deinen vollständigen Geist. Es ist sehr wohl möglich, den ganzen Tag über auf die Stimme Gottes zu hören, ohne deine normalen Aktivitäten in irgendeiner Weise zu unterbrechen. Ah ja, das ist doch interessant. Du kannst immer noch abspülen, du kannst immer noch ein Unternehmen leiten, du kannst immer noch deine Operationen durchführen, du kannst immer noch auf dem Krankenbett liegen oder staubsaugen. Es ist möglich, die Stimme Gottes hierbei zu hören, ohne deine Aktivitäten zu unterbrechen. Und das heißt, du brauchst, um das, was du tust in dieser Welt, brauchst du nicht mehr deine Persönlichkeit. Es wird sowieso getan.
Der Teil deines Geistes, in dem die Wahrheit weilt, steht in ständiger Kommunikation mit Gott, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Es ist der andere Teil deines Geistes, der sich in der Welt bestätigt und den Gesetzen der Welt gehorcht. Dieser Teil ist es, der ständig zerstreut, durcheinander und im höchsten Maße unsicher ist. Und dieser kleine Teil, das ist die Idee, von der wir glauben, dass wir sie sind. Und es ist wirklich ein winzig, winzig, winzig kleiner Teil. Der Teil, der auf die Stimme für Gott hört, ist gelassen, immer ruhig und vollkommen sicher. Er ist in Wirklichkeit der einzige Teil, den es gibt. Der andere Teil ist eine wilde Illusion, rasend und verzweifelt, aber ohne jede Wirklichkeit. Versuche heute nicht auf ihn zu hören. Versuche dich mit jenem Teil deines Geistes zu identifizieren, in dem dir immer Stille und Frieden herrschen. In dem für immer Stille und Frieden herrschen. Versuche die Stimme Gottes zu hören, die dir liebevoll zuruft und dich daran erinnert, dass dein Schöpfer seinen Sohn nicht vergessen hat. So wie die Sonne den Sonnenstrahl nicht vergessen hat, weil sie immer noch miteinander verbunden sind, so wie die Quelle des Flusses den Fluss nicht vergessen hat, so bist auch du nicht vergessen in dieser Welt. Du bist immer noch eins mit deinem Schöpfer. Erlaube dir jetzt mal diesen Gedanken. Hey, ich bin immer noch eins mit meinem Schöpfer, ich habe es nur vergessen. Und ich bin überzeugt davon, wenn du hieran denkst, beruhigt sich dein Nervensystem sofort. Ich bin immer noch eins mit meinem Schöpfer, ich habe es nur vergessen. Ja, du siehst, immer wenn wir die Worte der Wahrheit sprechen, heilen sich unsere Fieberträume. Denn dies ist ein Update. Es heilt sich das, was bisher ungeheilt ist. Es kommt das in die Ordnung zurück, was bisher ungeordnet war. Und heute sind wir eingeladen, mindestens 4-5-minütige Übungszeiten aufzubringen. Diesen Satz, die Stimme Gottes spricht den ganzen Tag zu mir, zu fühlen, zu atmen, ihn wahrzumachen. An all den Gedanken vorbeizugleiten, Gedankenwolken an uns vorbeiziehen zu lassen und immer mehr zu spüren, was unsere Wahrheit ist.